So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Minecraft Let's Play. Ja, ihr seht, ich habe ein bisschen weitergebaut an unserer Sandburg. Von innen. Ich bin eigentlich doch ganz zufrieden. Ich habe so eine Art, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Halt Treppe, Block, Treppe, Block, Treppe, Block, Treppe, Block. So habe ich das gemacht. Ich habe auch schon einen Weg gemacht. Den finde ich eigentlich ziemlich nice. Ich weiß noch nicht, ob er zu eng ist. Ich habe das erstmal geplant. Okay. Okay, dann funktioniert das doch mit den Bäumen. Ich hatte nämlich schon Angst, dass das nicht klappt. Ich hätte nämlich gerne immer so versetzt irgendwie ein paar Bäume hier. Ich weiß nicht, ob es am Ende zu viel ist, ob ich das wie mit den Lampen machen sollte, weil die Lampen habe ich jetzt immer so versetzt, gesetzt. Und ja, also von außen. Na gut, jetzt ist natürlich genau dann der Baum gespawnt. Ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich kann euch das auch mal von meinem... Oh. Ja. Ich kann euch das auch mal von meinem Haus oben zeigen. Ah, ich finde, das sieht schon nice aus. Können wir von oben gucken. Ich würde gerne noch einen zweiten Eingang bauen. Ich habe erst überlegt, ob wir noch so einen Turm ransetzen und einen zweiten Eingang dahin bauen. So sieht es halt jetzt von oben aus, ne? Also wenn da noch die Bäume wachsen, glaube ich, würde das ganz gut passen mit den Bäumen ringsherum. Ich finde, das ist eigentlich ganz nice geworden, ehrlich gesagt. Denn jetzt überlege ich halt noch einen versetzten Eingang zu bauen. Im Prinzip habe ich noch genug. Wahrscheinlich müssen wir wieder Sandsteinfarmen gehen. Weil wenn ich da jetzt einen aus Stein ransetze, sieht das auch bescheuert aus. Bin mir aber gerade ein bisschen unsicher. Auf jeden Fall müssen wir hier... Also irgendwie muss das hier noch ein bisschen besser sein. Könnte man hier nicht irgendwie... Können wir das nicht irgendwie so hier machen? Oh. Nicht breit genug, ne? Müssen. Vielleicht so hier. Warte mal, den nehmen wir noch weg. Dann sieht das bekloppt aus. Ich glaube, so ist doch gar nicht so schlecht. Dann können wir hier eine Fackel hinmachen. Und da noch eine. Vielleicht so hier. Brauchen wir Baum. Ich glaube, so könnte das ganz cool aussehen, oder? Ist klar, dass es jetzt dunkel wird, ne? Warte, den will ich noch machen. So. Okay. So. Schläge mich mal eben hin. Es gibt also eine Mob-Arena. So. Huch. Ich glaube, das ist echt ein bisschen cooler. Ach
ja, um es direkt dazu. Okay, das sieht aber mega gut aus, oder? Automatisch so ein Durchgang, das ist schon ein bisschen, ist schon ein bisschen nice. Okay, wenn das jetzt alles so wächst, wäre natürlich übel gut, ne? Ich weiß halt nicht, ob das zu viele Bäume sind am Ende. Muss ich jetzt mal abwarten, wie das hier wächst. Weil wir könnten auch rein theoretisch die Lampen oben an die Bäume hängen, ne? Ich habe das noch. Ach, ich wollte mir das eigentlich mal bei Nacht angucken, hätte ich das mal getan. Ja, naja, die Frage ist jetzt halt, jetzt haben wir halt hier so einen Eingang. Ich würde aber gern nach hinten raus auch einen haben. Ich habe auch schon überlegt, ob ich hier einfach einmal Sand rumsetze um das Ganze und da auch noch mal Bambus rumziehe. Dann können wir nämlich den Bambus, der hier ringsherum wächst, einmal abreißen. Aber erstmal muss ich hier einen Eingang haben. Die Frage ist nur, wie machen wir das hier? Weil ich meine, wir könnten natürlich hier. Das sind halt Bücher, ne? Da unten die Reihe sind auf jeden Fall Bücher. Na, ich würde auf jeden Fall erstmal wieder Sand mitnehmen. Wir nehmen auch mal Erde mit, sicherheitshalber. Vielleicht bauen wir so eine Art, ich weiß nicht, wie so ein kleines Pavillon oder sowas hinten ran. Ich habe jetzt auf jeden Fall vorne für den Weg polierten Granit benutzt. Wie ich hier gerne alles auf einmal abbauen würde, ne? Ich bräuchte mal wieder einen coolen Filter fürs Wasser. So ein Ressourcenpack. Also falls da jemand irgendwie mir was empfehlen kann. Quelle runter Sandstein. Darunter vielleicht eine Höhle oder sowas. Ach, wie ich das hasse. Eine Höhle. Ja, mich nervt der Bambus hier langsam drumherum, das ganze Gebäude. Deswegen würde ich den super gerne abtragen. Warum ist denn die Stelle da so dunkel? Das dauert ja ewig.
So, da würde ich nämlich gerne Erde drauf haben. Na? So, bauen wir das jetzt da mit Sand oder mit Erde? Haben keine Erde mehr. Nice. Okay, es färbt sich ja so dunkel. Alles klar. Es ist so eine Kraterlandschaft hier mittlerweile. Ja, mal gucken, wie wir das machen. Ja. Ich habe auf jeden Fall das eine Loch, wo wir die ganze Zeit Sand rausgegraben haben, schon gut ausgehöhlt, ey. Da wollen wir hier so bei der Breite bleiben. Was machen wir jetzt hier? Jetzt machen wir jetzt hier Sand hin. Ja, machen wir. Haben wir schon mal das hier. Ich würde gerne hier noch Sand haben. Habe ich mein... Ich weiß jetzt nicht, ob wir das so machen wollen wie vorne. Also das wäre dann so hier. Einbreit. Müssten wir eigentlich machen. Theoretisch. Dann machen wir das so hier, glaube ich. Warte mal, ich will nicht so. Erde, 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 Erde. Gucken, was das hier wird am Ende. Oh fuck, wird dunkel.
So. Schön beleuchtet der Weg. Gefällt mir. Ich renne mal nach oben, weil ich will das von oben sehen. So ist es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Oh ja, das gefällt mir. Jetzt gucke ich mir das nur von oben an. So, mal gucken. Okay, das sieht schon super cool aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das nach hinten auch so beleuchten möchte. Ehrlich gesagt. Aber so sieht das schon sehr, sehr cool aus. Das hat auf jeden Fall was. Gott, hat der mich gerade erschrocken. Ach ja. In Brand gesteckt. Ich hoffe, die anderen Bäume wachsen jetzt auch mal dann so. Würde das gern komplett zugewachsen sehen. Ja, Skelett und Creeper, nice. Ist auf jeden Fall das, was wir nicht brauchen. Ich frage mich dann noch so ein bisschen, wie unser Pavillon dann aussehen soll. Da müssen wir eigentlich so weitergehen, glaube ich. Ja, theoretisch müsste dann hier so das Pavillon ansetzen. Kriegt vielleicht auch einen Granitboden. Gucken wir das machen, ja. Thank you.
Ich habe ein bisschen Angst, dass ich irgendwann ein Loch reinreiße. Und dann unser See den Abflug macht.